Hallo? Hört mich jemand? Okay. Hi. Yo. Mumba. Der mal. Uiuiui. Server verlassen hat. Was geht ab? Ja. Was geht bei euch? War eure Woche auch so cool wie. Oh, sorry, ich war gerade auf dem Geburtstag. Wollte zwei Cocktails trinken. Hab sechs getrunken. Plus fünf kurze. Zui, Bro, mein süßer Schmusebär, du ungehobelter Kuschelhase. Was geht? Geht's euch gut? Cool. Weißt du, was das cool ist? Guck mal. Palworld. Hier bei Steam. Voll das Pokémon! Ich wette mit dir, wenn ich das jetzt kaufe und jeder Arschficker das streamt. Ich schwör's dir. Da kommt Nintendo und sagt, fuck you! Und BÄM! Voll den dicken Nintendo-Schwanz in your face! Uah. Alter. Ich bin zum Dönermann gegangen, nur um mir eine Cola zu kaufen. Ja. Ich hab drei. Fuck. 6 Euro der Cocktail. Ich hab 30 Euro versoffen. Und hab dem Typen 50er in der Hand gedrückt. Hab gesagt, lass stecken. Ich hab 20 Euro Trinkgeld gegeben. Aber ich wollte streamen, ich hatte Bock. Ich hab Bock, okay. Gucke mal. Hier, ich zeig euch das mal. Der Kai hat geschrieben, er hat Bock auf 7 Days. Ich werf mit Fubis durch den Club und schrei, oh. Reib mir die Eier und schrei au, au, weil es Schleifpapier war. Ey. Ich will einfach nur mit euch sprechen. Ich hab keinen Bock zu schlafen. Wenn ich jetzt schlafe, bin ich um 6 Uhr wach. Der Tag heute war so scheiße. Die ganze Woche war scheiße. Ich war krank. Mir ging es nicht so gut Montag. Hat meine Ärzte mich bis Mittwoch krank geschrieben. Das war nicht so geil, weil ich Donnerstag, Freitag wegen scheiß Zugstreik Homeoffice anmelden musste. Da war ich Donnerstag da und hatte wieder voll Bock. War voll happy und voll glücklich. Heute Morgen war ich um 20 nach 6 auf dem Zug. War ich im Zug? Ja, okay. Und da fuhr keiner. Da fuhr kein Wichszug. Kein hurengefickter Fickfotzenzug. Weißt du, da hat der Lokführer seine Alte gebumst und hat gesagt, ich bleib jetzt im Arsch zu Hause. Diese Schwuchtel. Da ist kein Zug gefahren. Ah, mein Chef, cooler Dude. Da hat er, weißt du was, mach Homeoffice, passt schon. Kannst nichts dafür. Habe ich Homeoffice gemacht. Und hab dann noch von der ersten Woche so viel Plusstunden, hab ich gesagt, um 4 Uhr hier, Leute. Ist heute Freitag, machen wir Feierabend. War ich um 9 Uhr, bin ich, sind wir dann in Bar gegangen, hab dann eine Dame kennengelernt, Kollegen von der Anna, voll lieb. Und dann spricht sie von ihrem Ex, von ihrem Freund, voll der Upturn. Egal. Wir waren mit 15 Mann dort, haben gesoffen. War geil. Ich glaube, ich habe mehr getrunken, als ich wollte. 5 Cocktails habe ich getrunken. Ich glaube,
Annas Waldmeister Drinks habe ich auch noch. Oh, fünf kurze, fünf Cocktails. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr Bock, irgendwas zu spielen, zu zocken? Wollt ihr mir die Eier versohlen? Richtig schöne Mario Kart und richtig schön harten Widerhakenschwanz in mein Arschloch, so ein richtiges Analzäpfchen mir oral in den Rachen geschoben. Das ist mein Chip. Mit dem Chip komme ich überall hin. Ich bin zum zweiten Mal zum Dönermann gegangen, nur um eine fucking Cola zu holen. Also 30 Euro an Drinks habe ich ver. 30 Euro an Drinks. Ich habe gesagt, hier, weißt du was, nimm den Fufi und hab Spaß, mein Freund. Ich bin so durch. Ich verstehe Firmen nicht. Meine fucking Firma hat mir so einen langen Text geschrieben, nur am Ende reinzusagen, hallo, du kriegst eigentlich ein Gehalt für 35 Stunden die Woche von 2.400 Euro. Aber du arbeitest 40 Stunden, also müsstest du 2.700 bekommen, laut Tarif. Du hast mit uns aber 3.100 plus Urlaubsgeld auf 3.300 hast du gehandelt. Es gibt Tariferhöhung, jetzt kriegst du 3,6. Er könnte nicht einfach in einem fucking Satz schreiben. Hier, weißt du, einfach hier so rein. Ey, du kriegst nicht mehr 3,3, sondern 3,5. Nein, die müssen so einen langen Text schreiben. Kann ich echt gerne schreiben, oder? Ey, habt ihr schon mal meinen Rechner gesehen? Ich bin voll stolz drauf. So, ich habe voll viel. Oi. Ups. Groxyldefick. Sieht man das? Guck mal, warte mal, wenn ich hier auf Kameraaufnahmen. Ne, warte mal, Kamera. Guck mal, da ist die Kamera. Hi. Das ist mein neuer Rechner. Habt ihr meinen neuen Rechner schon gesehen? Guck mal. Guck mal, die Grafikkarte ist nicht mal an, weil ich nichts starte. Ey, ich habe in das Äußere 800 Euro gesteckt. Ich hab doch so einen Schaden, ey. Guck mal, voll pink wie der Barbie-Film. Schwul. Oh, schwul. Entschuldigung. Ui, jetzt aber. Wo hängt dein Popel? Warte mal, du hast gesagt, wo hängt ein Popel? Also das Schutzfolie ist schon ab. Nur dieses Attention-Dingsbums ist noch dran. Ich weiß nicht, ich würde es gerne dran haben, für den Fall, dass ich umziehe oder so. Aber Schutzfolie ist wirklich ab. Walla, ich schwöre dir. Abi, ich schwöre dir. Wo hängt ein Popel? Wer ist komplett weg? Warum ist die Kamera so schief? Ah, oh, du scheiß Schwuchtelkamera. Ich brauche eine neue Kamera, weißt du? Ich habe mir so viel Neues gekauft. Außer meine fucking. Oh, Gaylord-Kamera. Ey, du Missgeburt. Komm, Kamera, bleib jetzt mal da oben. Guck mal, so. Bleibst du da? Oh, das ist aber süß von dir. Du bist eine liebe Kamera. Hey, was geht bei euch? Hört sich gut an. Ja, ist okay. Ah, ich bin nicht komplett weg. Wenn du ein Hund wärst, welche Farbe hätte dein Kuchen? Grün. Oh nee, weißt du was? Oh nee, ich bin gar kein Kuchentyp. Ich bin, ich mag Benjamin Blümchentorte. Die ist voll lecker. Ich habe mir so gedacht, weißt du was? Du gehst einfach in eine Bar. In der Bar, wo wir waren, da kannst du trinken. Das bedeutet, die verkaufen keinen, die verkaufen keinen. Verkaufen nicht zu essen. Das bedeutet, du darfst hier offiziell. Scheiß Kackkamera, ey. Du darfst offiziell darfst du ein Essen mitnehmen. Und habe ich mir eigentlich gedacht, ey, gehst hin, bestellst so 10 kurze oder so 5. Und gehst einfach so, mit, einfach so, einfach just for fun, gehst hin, holst eine Benjamin Blümchentorte. Und frisst sie einfach weg.
Weißt du, was das Traurige ist? Ich habe aktuell mehr Zuschauer, als wenn ich serious streame. Leute, was ist los mit euch? Bin ich nüchtern so uninteressant wie ein Kackhaufen im Wind? So als hätte man mir beide Arme und meine Beine vor meinem Kopf gerissen und würde das Gesicht vor meinem Kopf fressen. Da wäre ich das kleine, arm und beinlose Würstchen, das die Straße entlang rollt. Wie ein Kackhaufen im Wind. Normalerweise würde ich mir ein paar Mal vielleicht mal angucken. Vielleicht. Aber das Problem ist, was ist, wenn Nintendo sagt, yo, fuck you. Dann habe ich ein Problem. Oh, ich muss so pissen. Aber kennt ihr das? Ihr müsst pissen. Ihr seid zu faul aufzustehen und denkt so, muss ich wirklich pissen? Muss ich wirklich, wirklich, wirklich pissen? Benjamin Blümchentorte hätte mein Kuchen. Weil geil. Weil Benjamin Blümchen. Der mit seinem Rüssel den minderjährigen Otto betönt. Der kleine Pedo. Was ist denn Roots of Pacha? Ey, Roots of Pacha, was ist das? Das sieht nach Stardew Valley Klon aus. Wollen wir mal meine Wunschliste durchgehen, was für eine Scheiße ich mir wünsche? Guck mal, Daisy. 7 Days to Die nun schlecht. Soll scheiße sein, habe ich gehört. Ich habe keine Ahnung. Wo hängt ein Popel? Der immer noch ein Popel. Müsste jetzt sauber sein. Daisy ist gut, sagst du? Würdest du das mit mir im Stream spielen? Mit Voice Channel? Würdest du das machen? Würdest du? Wenn du jetzt Nein sagst, dann ist es schlecht. Wenn du jetzt Ja sagst, erwarte ich, dass du Eier zeigst, Bro. Was habe ich denn noch da? Doom Eternal. Soll gut sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin am Mainstream. Ich bin eine kleine Mitläufer-Schwulette. Grounded könnte cool sein. My Time at Sandrock ist wie My Time at Portia als Fortsetzung, ne? Über Minecraft ein Scheiße. Worauf meine ich? Ich habe keine Ahnung. Sea of Stars. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Pico Park hat die angesagt, soll ich mir auf die Wunschliste setzen? Ich weiß nicht. Guck mal, 10% auf Palworld, bis Nintendo sagt, Stecker ziehen. Also, Pi ist doch Dark Souls. Starfield ist meh. Das kommt nicht raus. Das wird inszeniert, das Spiel. Das wird verboten, weil das von den gleichen Machern wie Succubus ist. Succubus ist auch so ein ganz komisches Spiel. Ich habe mir das gekauft, bis ich die erste Schwangere verprügeln musste. Da bin ich mit meinen Succubus-Krallen in ihren Uterus rein, hab den Fötus rausgeholt, die Olle damit totgeprügelt und das Ding geschlürft wie ein scheiß Energy Drink. Und da habe ich mir gedacht, fuck this shit, I'm out. Seitdem nie wieder angepackt. Sanctus soll so ähnlich sein. Rooted soll bald verfügbar sein. Ich habe keine Ahnung, was Sanken lenkt ist. Ich habe keine Ahnung, was Primitive ist. Das hat Gronkh mal irgendwann Let's Play. Grand Empire Time Travel. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was The Front ist. Ark. Oh, ich freue mich so auf Hell. Es ist denn nur Saga Hellblade 2. Hört sich genau nach deinem Spiel an. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Meint ihr, ich werde für den Stream gebannt?
Meint ihr, Amazon wird mich bannen? Ey, Amazon, ich bin Prime-User und hab ganz viel Zeug über euch bestellt. Bannt mich bitte nicht. Ich muss immer noch kacken und vergesse es die ganze Zeit. Oder pissen, Entschuldigung. Oder das, was ist denn das F-Wort? Ficker! Ficker! Manchmal zuckt meine Zunge, dass ich sie nicht im Zaum halten kann. Entschuldigung, Ladies, oder ihr Gardevoirs da draußen. Ey, lass mal gucken, was wir so für geile Spiele hier noch haben. Pokémon Story of Seas. Ey! Headset, warum? Du Arschloch. Danke. Einmal pfeifst du Scheiß, dann scheiß ich den USB-Stick, okay? Oh, ups. Ich sitze jetzt am Boden. Das passt schon. Das kriegen wir auch hin. Ey, ich gehe mal kurz Pipi machen. Sonst passiert ein Unglück. Erzählt mir von eurer Woche, wie geht's euch? Ich lese es eh nicht. Wollen wir irgendwas spielen? Habt ihr irgendwas Bock? Ich starte alles, was in meiner Bibliothek ist. Ist mir egal was, es darf nur nicht verboten sein. Survival ist doch alles bäh. Ah, Days Gone ist okay. Ich habe wieder so Lord of the Fall installiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Cyberpunk. Ich weiß nicht. Mit Cyberpunk werde ich nicht wahr. Mumbi, warum hast du meinen Server verlassen, mein süßer, ungehobelter Schmusebär? Kannst dich ungefähr fühlen, als hätte ich dir einen Abschiedskuss mit meinem Schlabberlatz über deine Wange gegeben. Hashtag no homo, bro. Ich habe keinen Bock auf Cyberpunk. Bei dem Spiel heul ich, das müsste ich doch mal anspielen, da heul ich auch und das ist bäh. Holy shit! Alter! Spiel Lord of the Fallen. Oh mein. Geil für dein geiles. Oh, ich muss es aktualisieren. Fuck. Auf jeden Fall, jetzt werden wir Lord of the Fallen auf die Fresse kriegen.
Du spielst ein Spiel nur, um aufs Maul zu kriegen. Nur um deinen Sack lang zu ziehen und sagen, yo, kleine Domina, liebe Mistress, nimm den Bambusstab und peitsch mir meinen Sack wund. Oh yeah! Und dann heult sie rum und sagt, warum ist mein Sack wund? Genau das ist Lords of the Fall. Guck mal, ich habe sogar Hyper Dimension Neptunia wieder installiert. Oh mein Gott, 251 Stunden in dieses Spiel. Ich habe wirklich alle Trophäen. Das ist ein Traum. Manche Leute geben viel Geld aus, damit man dieses Spiel nirgends dran setzt. Ich habe das Originalspiel für 1 Euro gekauft und habe nochmal 50 Euro investiert, um diese ganzen verfickten DLCs zu kaufen. Hier, Zusatzinhalt. Ich habe alles. Meine Zusatzinhalte verwalten hier. Deluxe Pack, New Content, Additional Content, 1, 2, 3, das da, das da, das da. Nur damit die angeblichen Volljährigen Bikini tragen. Ja, ich bin so ein perverser Kacksack. Und dann spielst du so ein kleines Mädel, ey. Es sind so ekelhafte Pedos, die das erfunden haben. Guck mal, die sieht aus, als wenn sie gern behindert wäre. Ich hab einen Kratzer in der Nase. Das merke ich, während ich so blase. Natürlich ist das das Thumbnail, was denn sonst? Warum sieht die so dämlich aus? Ja, es musste ja fast Mummis Wunsch nachgehen. Die sehen ja jünger aus als die Figuren in Florencia. Ja. Ist das ein Cosplay? Oh my goodness. In was für Abgründe befinde ich mich da? Ich schwöre es dir, bei Amazon kriegst du das als Bodypillow. Ich schwöre es dir. Ey, soll ich mir das als Gag bestellen? Einfach mal so ein Bodypillow, dass wenn der Janni mich das nächste Mal besucht, dass der automatisch sagt, ey, ich gehe. Die Resident Evil Community. Moment, seit welchem Resident Evil? Seit Resident Evil 8 oder schon früher? Ey, Mann, ich hab die ganzen SFM 3D-Hentais durch, okay. So was anderem kriege ich nichts mehr, kriege ich keinen mehr hoch. Guck mal hier, weißt du, hier, Boobies. Oh yeah. Oh ja, Jill Valentine, ne? Huh? Die in einem Tanga muss bestimmt vor den Zombies dann am meisten gesichert sein. Auf jeden Fall. Das sieht einfach nur falsch aus. Na, was macht ihr unter ihrem Rock? Ich meine, ich würde da auch nachgucken, aber sind wir mal ehrlich. Einfach nein. Das ist original eine Szene aus dem Spiel. Ich weiß. Alter, wirklich? Es gibt einen Champagner? Boah, es ist so traurig. Seit wann ist das so groß geworden? Beim ersten Date. Oh, du versuchst mich anzumachen? Stirb. Würde ich unterschreiben.
Ganz im Ernst, bei dieser Pyjama-Party wäre ich gerne dabei. Hätte ich kein Problem damit. Da würde ich meinen Schwengel aber schwingen. Was wolltest du? Lords of the Fall, ne? Fuck. Ich werde so sterben. Das ist wirklich dein Wunsch, Mumie? Kannst probieren. Aber ich spreche hier nicht so viel davon. Ich muss aber die Spielaufnahme wiederherstellen. Oh, easy an die Cheat Engine, ey. Ihr seid schwach. Ihr seid schwach. Unterhalte ich euch gut? Bin ich unterhaltsamer als sonst? So als kleine Frage. Ich will ehrliche Antworten haben. Auf Cyberpunk habe ich keinen Bock. Entschuldigung, ich hoffe, Lord of the Fallen war der zweite Wunsch. Warte mal, was hat er geschrieben? Momo hat abonniert. Echt? Wirklich Cyberpunk. Ey, warum ruckelt denn das Ladebildschirm bei 5 FPS? Guck's dir an. 5 fucking FPS. Kann sein, dass das Spiel 90% meiner CPU frisst. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, du Scheißmüll, ey. Es ist nur der Ladebildschirm. Das glaubt auch kein Mensch. Guck mal, nur beim Ladebildschirm. Wie kann es dann sein, dass sie innerhalb von 3 Sekunden von 90% auf 90 Grad auf 74 Grad runtergeht? Das Spiel ist so dumm. Ey, Mumi, mein süßer Schmusebär. Guck mal, ich bin. Guck, weißt du, ich starte das Spiel, bin tot. So dumm. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ist das ein Typ? Ey, weiß. Wenn ich der Charakter wäre. Wie kann ich springen? Ey, ich würde dem in diese Kuhle. Ich würde so in diese Kuhle scheißen. Einfach meinen Kackhaufen da reinlegen. Einfach, weil ich es kann. Warum war der Ladebildschirm jetzt so extrem? CPU 77 Grad, das kann nicht sein. Ich finde das komisch. Oh, cool. Ey, du Ficklaterne, mach irgendwas. Ich habe irgendwas gemacht, ich weiß nicht was. Ey, hör auf, dich hinter dein fucking Schild zu verstecken, du Missgeburt.
Komm her, scheiße in der Net. Ey, hast du gerade nach mir geschossen? Ey, ich stehe hier oben. Ich stehe über dir. Hahaha, lutsch mal meine Eier. Ja, ich bin ein weiblicher Charakter mit Eiern. Oh, Alter, das schaffe ich nicht. Da schlafe ich auf dem Boden ein. Alter. Du Muschi. Wie wär's mit 5 Liegestützen pro Tod? Alter, ich bin noch... Aua! Du Mösen! Kurz! Au! Alter, du Ersatzfotzenkloß, ey. Jetzt frag mich bitte nicht, was das ist. Alter, dieser hurengefickte Schwanzlutscher, ey. Dem hat seine Mama doch rektal ausgeschissen. So, deine Mama habe ich auch vergewaltigt. Ich frisch mit meinen Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Ach, Omi, halt die Fresse und hol dir deine Rente später ab. Schluck das, du Schwanzmade. Ich will zu dir rein, Oma. Oh, guckt euch mal die Alte an, ey. Das ist eine geile wilde Hilde. Wo bin ich jetzt überhaupt? Blutungsheilung. Was zum Geier? Missachtungsheilung. Gegen alle Statuseffekte. Was habe ich hier? Max Ausdauer, Vitalität. Hast du gerade mir die Tür zugemacht?
Feuer wieder zurück. Okay. Ey Leute, geht's euch gut? Ich hab euch voll lieb, wisst ihr das? Ey. Verdammte Wächter mit ihren verdammten Glockenbastarden. Eine Beleidigung von Zeitverschwendung. So. Ihr gehört also nicht zu den Sachen. Gut, dieser Schlüssel hier. Her damit. No one gets the better of Gelinda, finally. Make a slave of me. You made a slave of me. You don't count. Hä? Damn, Sentinel. Doing an old Grawok a kindness. Doing an old Grawok. Ich hab keine Ahnung, was ihr alle von mir will, ey. Wenn ich dir meine Faust in deine Muschi schieben soll, muss ich nur sagen. Hallo, liebe Zyste. Ich ficke nett, ich fiste. Ja, jetzt bin ich hier und weiter. Wir könnten theoretisch Florencia spielen, aber das Spiel ist so scheiße, so langweilig. Da habe ich ja einen interessanteren Haufen gelegt, wenn ich. Da habe ich ja eine interessante und interessantere Unterhaltung, wenn ich meine Morgenhaufen in die Schüssel schmetter. Oh, was? Verbindung zum Controller? Warum? Was ist das für ein Mist? Die bannen mich doch wieder, wenn sie mich diesen Müll spielen sehen, ey. Oh nein! Einer zelebriert unser Spiel, der hinterfragt. Den müssen wir zensieren. Meine RTX 4070 sagt sich einfach nur so, alter Bäh. Würde ich tatsächlich gar nicht beschwören. Alter, du arschgefickter Wichslappen, ey. So, Mutti. Ah, du Hure, ey. Erinnert sich doch nicht mal mehr an dich. Oh, du Hure. Alter, du Muschi, gefickter Fotzficker, ey. Außerdem sind das alles Rennen. Als ob die noch in einer. Ist mir scheißegal. Ich würde lieber Scarlet Play spielen. Ich hab so Durst, ey. Boah.
Oh, kennt ihr das? Ihr habt voll den Brand, ey. Und ihr wollt einfach nichts trinken, aber eigentlich sagt euer Körper doch, gib mir was zu trinken. Ich habe hier eine Packung Kinder Buenos. Wollt ihr einen? Die sind voll lecker. Auf jeden Fall so richtig warmes Würstchen-Warmmachwasser. Also wo Wiener Würstchen aus dem Topf rauskommen, auf dieses warme Wasser einfach ansetzen und wegächsen. Als wenn es ein Schlampenschlüpfer wäre. Wer ist denn bei meiner Freundesliste alles online? Der Jan, die Isabelle, die Niki und der Kai. Justin, der Zui und der Retri. Ich weiß nicht, wie ich diese Nutte besiegen soll, ey. Alles deine Schuld, du olle Schrapnelle, ey. Jetzt gibt's erstmal Fett auf die Schnauze. Was zum Geier? Junge! Ey, mein Controller ist heute echt... Du bist doch voll! Ey, mein Controller will nicht. Wollen wir was anderes spielen? Wie, ich hab... Au. Warte mal, da war ich doch, ne? Au. Scheißköte. Warum treffe ich diese Hure? Alter, ich verkaufe dich nach Amerika an Hotbox, ey. Ach man, du Missgeburt, ey. Warum krieg ich den? Wer ist genauso voll wie ich? Wer? Der Kai? Never. Ich laufe hier im Kreise, ganz still und stumm. Da kommt ein deutscher Panzer und fährt mich um. Ja, hier massiere ich mal schnell mit meinem Eisbein dein Steißbein. So. Kleine Drecksau, die auch ist. Ey, kennt ihr diese rothaarige Prostituierte, dieses V-Girl? Diese Schlampe, die ihre Fotze bei OnlyFans in die Kamera hält und Twitch mit ihren Tangas getarnt als Badekleidung namens Amorant oder Fotzenschmand, wie ich sie nenne. Kennt ihr die? Die diese Sleep-Videos macht, wo man ihr beim Schlafen zusehen kann. Wollen wir auch mal so einen Stream machen?
Wo ihr mir beim Schlafen zusehen könnt, wie ich den ganzen Abend nichts weiter mache, außer in die Kamera zu furzen. So richtig so. Ey, hast du mich gerade gewonnen? Ey, der hat gerade meine Rüstung weggefetzt. Ach, du Hure, gefickte Fotze, ey. Aber auch im Tanga. Oh, nee, ey. Ich hab keinen Tanga. Ich hatte mal einmal so eine Unterhose, die war sehr eng. Und vorne konntest du dein Ding reinstecken. Das hatte dann so ein extra Fach. Aber da stand Dynamit drauf. Ey, ich weiß nicht, was mit dem Controller los ist, ey. Xbox-Zubehör. Was hast du denn? Warum verlierst du die Verbindung alles? Keine Ahnung. Ich habe mal bei einem Frauen, bei einem Mädelsgeburtstag, habe ich mal dafür gestrippt in diesem Ding. Hat mich 30 Euro gekostet damals. An dem Tag habe ich 150 Euro gemacht. Nur damit ich das Ding anziehe, meinen Arsch ein bisschen an irgendwelche Gesichter von Mädels halte. Ey, ich will keinen Start. Ich will fucking wissen, warum. Batterie ist voll. Warum verlierst du die Verbindung? Eine alte Muschikeks, ey. Ich hab keine Ahnung, das Spiel ist scheiße, Mann. Du verliest doch eh nur. Lord of the Fallen, deine Mama stinkt aus dem Arsch. Neptun. Ich hab's. Das Interessante ist, wenn ich das jetzt raussetze. Ich hab Neptunia 1, 2, Neptunia 3. Neptunia 4 und Virtual Stars. Ich habe noch ganz andere Spiele. So ein Müll. Oh, Prey. Bei dem Spiel, wo ich mich ständig eingeschissen habe. Warum habe ich das nicht weitergespielt? Oh, mein Alter. Dark Souls, das Originale ist nur auf dem Account noch drauf. Oh, Devil May Cry, auch ein sehr geiles Spiel. Deadpool haben wir nie fertig gespielt. Ein cooles Spiel. Nein, kein Resident Evil 7. Vor allem muss ich es erstmal installieren und meine PlayStation hat, glaube ich, nicht mehr genug Speicher. Ich glaube, es ist mit den aktuellen Spielen nicht überfordert mit dem Speicher. Da muss ich eigentlich nochmal eine SSD einbauen. Aber nein. Einfach nein. Komm, PlayStation, geh an. Guck mal, die geht sogar an. Ey. Ey. Auto-Epilepsie. Ja, ja, als ob euch das interessiert. Hauptsache, ihr habt eure Konsole verkauft. Schwoni. Schwoni, Homie. Ich hab Final Fantasy 15 drin. Was haben wir denn hier? God of Rock Valhalla. Oh, es gibt ein kostenloses Dingsmus. Nein, ich spiele nicht mit runter. Nein. Was wollte ich denn? Ach so, hier, Speicher. Hier, System. Alter Schwede, ich habe noch 83 GB frei. Was frisst denn die so viel Speicher? Assassin's Creed Valhalla nicht einmal gestartet. 85 GB.
God of War 84 GB. Resident Evil 4 73 GB. Hogwarts Legacy für 80 GB. Final Fantasy 16 100. Oh. Lutsch mir doch die Rosette Mund, ey. Oh, das ist. Warte mal, mit Kreis geht mir zurück, ne? Okay. Hey, du hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele drauf. Und ein Konsolenspeicher ist voll? Einfach voll? Das musst du dir mal vorstellen. Wozu kaufe ich mir dann die fucking Discs? Wenn das Spiel eh so groß ist. Damit ich die im Schrank stehen habe. Weißt du? Genau deswegen hole ich mir das. Und damit ich herkommen kann. Sagen kann. Das sind meine PlayStation 5 Spiele. Oh. Oha, ich bin jetzt gerade fast vom Stuhl gefallen. Einfach nur deswegen. Noch nicht mal viele. Eigentlich müsste ich Final Fantasy 16 weiter zocken. Resident Evil 4 habe ich auch fertig. Okay, das ist auch ein schönes Spiel. Ist eigentlich ganz geil. Aber das haben wir schon mal gespielt. Damit du sie wieder verkaufen kannst. Das Einzige, worauf ich sehr neidisch bin bei Konsolen. Dieser Punkt, mein Guter, geht an dich. Oh, ich weiß, ey. Wenn die Leute einmal anrufen und sagen, hallo, Herr, ich bin zu blöd, mein Passwort einzugeben. Könntest du mir helfen? Ich schwöre es euch. Dann kacke ich in die nächste Schüssel, und wenn es die Salatschüssel ist. Kacke in der Badehose, schalalalala, wird beim Schwimmen ganz schnell lose, schalalalala. Schwitze in der dicken Ritze, schalalalala, das finde ich auch gar nicht spitze, schalalalala. Scheiße auf der Kirche, schwitze, schalalalala. Gib dem Fahrer Füller in die Spritze, schalalala. Mit der die kleinen Kinder, schalalala. Mit in die Kammer nimmt und wird zum Schinder, schalalala. Ey, normalerweise müsste man jeden Fahrer, der Kinder schändet, kastrieren, ey. Und zwar ohne Betäubung. Hallo schändender Priester, schalalalala, jetzt gibt's mal ein kleiner Piekser, schalalalala. Dann mach ich mal Knick, Knack, schalalalala, ab mit deinem kleinen Zack, schalalalala. Spiel mal League of Legends, hat er gesagt. Ich soll mal League of Legends spielen. Soll ich wirklich League of Legends spielen? Wirklich. Apropos zu, ich glaube, ich habe herausgefunden, warum meine Desktop-Aufnahme laggt. Ich habe nämlich jetzt mal die Hardware-Beschleunigung an. Die scheint irgendwie jetzt mit OBS zu funktionieren. Also, jetzt hier auf Anzeigeeinstellung gehe. Ja. Dann auf Grafik. Dann auf Standard habe ich hier angestellt. Mal gucken, was passiert. Willst du nicht lieber Mario Kart gegen mich spielen, Justin? Das wäre doch auch cool. Warum hängt mein Handy jetzt schief an? Oh, jetzt müssen wir Pokémon spielen. Einfach mal so eine Pokémon Nuzlocke Challenge. Lass uns League of Legends spielen.
Also langsam baut sich. Alter Schwede. Weißt du, ich habe gesagt, ich vertrag nicht viel und ich will nicht so viel trinken. Dabei habe ich. Dabei habe ich sehr viel. Da habe ich sehr viel Alkohol getrunken. Will gemütlich dir beim LOL zuschauen. Beim LOL zuschauen. Meinst du nicht bei LOL? Ist das nicht irgendwie so ein Dativ? Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, aber es hört sich falsch an. Bei LOL, bei League of Legends, bei dem Spiel. Was haben wir hier? Oh, ey! Kann das jemand mal klippen? Ich habe den Justin, der normalerweise mich immer verbessert, besoffen korrigiert. Ey, ich fühle mich gerade, als hätte ich drei Frauen gefickt auf einmal. Ich fühle mich gerade voll stolz. Sauf mal mehr, dann kannst du Deutschlehrer. Ich hab vergessen, mir Zeug zu holen. Es geht nur noch bergab. Ich habe aber noch Kinder Schokobons. Willst du? Willst du welche haben? Ich geb dir ein paar. Weil ich dich lieb habe. Ich hab euch alle. Nehmt euch! Macht die leer. Schenke ich euch. Ups. Da habe ich Bonbons auf der Tastatur. Kann ich spielen. Oh, jetzt wartet doch noch mal eine Minute mit dem Ladebildschirm. Ja, und die Insekten sagen sich auch, auf den Weiden sind Menschen drin. Haha, damit rechnest du nicht, ja? Lalalala. La, la, la. Alter, warum spiele ich Shaco? Das ist einer der schwersten Champions überhaupt. Ups. La, 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 la. Ja, ist doch geil. Wenigstens ist es natürlich. Besser als irgendwelches künstliches Plastik, ey. Hallo, Leona. Ich hab was für dich. Jüdelü. Fuck. Was mache ich hier? Hey Leona, ich habe hier ein Schwert für dich. Darf ich dir damit deine Muschi massieren? Oh ja. Dieser Stöhner, keine Ahnung, welcher Champ so gestöhnt hat. Haben die eine Kaiser? Nee, haben sie nicht. Das war kein Champ, das war ich. Ich bin eigentlich, ich identifiziere mich als Frau und habe einen Stöhn, da geht ja einer ab. Da zeigt die Schlange das Köpfchen und steht wie der Lachs. Hier gibt es keinen Schlacks, hier gibt es Saschas harten Lachs. Oh.
müsste die Lisandra sein, die da so rumstöhnt, wie so eine notgeile alte wilde Hilde. Lutsch meine Eier, du Schlampe! Yay! Oh, geil. Kennt ihr das, wenn du die alle so fixst, dass du ihr den ganzen Fuß mit reinschiebst? Wenn ihr das nicht kennt, ist auch nicht schlimm, weil ich kenn's genauso. Ich kenn's auch nicht. La. La la la. Schnelligkeit der Gedanken. Dieses Ignite war war Müll. Zionisches Feuer. La la la. Oh, verdammt. Ich hab einen Triple Kill gemacht. Ich bin so voll, ich hab einen Triple Kill gemacht. Oh mein Gott. Was soll das? Was mache ich hier? Ich hab keine Ahnung. Ich drück irgendwelche Knöpfe. Marschieren, marschieren, marschieren. Marschieren, 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 sagt er. Oh ja. Stehst du auf Marschieren? Mein strammer Soldat. Oh yeah, geil. Lass mich dir deine marschierenden Füße lutschen. Als ob ich Shaco Main bin. Hallo Leona. Tüdelü. Tschüss. Na 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 na, schalalalala, jetzt schick ich dir meine Eier, schalalalala, in meine, in deine kleine Muschi, schalalalala. Das freut, da freut sich auch die große Uschi, schalalalala. Ist halt schon traurig, wenn du einen Reim hast und musst erst überlegen. Ich rutsche mit meinen Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Das wird doch keine. Ja. Oh, was ist denn los, Leona? Ich kacke in die Schüssel von Hamburg bis nach Brüssel. Oh, was ist denn los, Shaco? Hast du Angst? Varus, Entschuldigung, ich bin ja Shaco. Ja, komm ruhig her, du feiger Ficklappen. Oh nein, ich wurde getötet. Das war ja verdammt nochmal Zeit. Ah, ich schreibe mir meine Nippel, während ich mir ein Schnippel. Ey Leute, habt ihr mich lieb? Ich hab euch auch voll lieb, ey. Ohne euch würde ich nicht streamen. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt irgendein Porno gucken und würde mir einen vor die Palme wedeln. Sofern ich einen hochkriegen würde. Wahrscheinlich nicht, okay. Egal, ich habe eine alte mitgenommen.
Du schaffst das schon, ich glaube nicht. Ja! Halt den Mondstein fest und spür die Macht. Warte mal. Halt den Mondstein fest und spür die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Mit Sailor Moon. Ja. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit. Halt in deinem Traum von Gerechtigkeit. Du kannst es tun. Aus Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Aus Sailor Moon. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Aus Sailor Moon. Oh, Varus, du kleine Muschi auf zwei Beinen, ey. Ich kack dir in deine Mama. Ja. So. Schluck meine Eier, Leona. Ich kack dir in dein Nest. Oh, diese feigen Lappen. Wenn die nicht diesen Slow hätten, weißt du, dann würde ich... Dann hätte ich die 16-jährige Talle... Oh, Sweet 16. Dann hätte ich hier Jungfernhäutchen gesprengt. Und zwar mit meinem Knie. Hätte ihr in den Arsch getreten. Oh, Varus, du arschgefickter Ficklappen, ey. Der Jan, der NKN, der spielt Warframe. Der wichst sich wieder auf Roboter ein. Der steht auf Metallsplitter in seinem Penis. Ja. Auf jeden Fall, er ist doch geil, Justin. Oh, komm schon, Jinx, ey. Geisteskranke Kacklappensau, ey. Sag mal, Sona, kannst du mal aufhören, so rumzustöhnen wie so eine wilde Hilde, ey, wie so eine notgeile Milf. Guck mal, ich stehe 10 zu 4 und ich bin so voll. Ey, kennt ihr? Oh, oh. Oh, kennt ihr das? Ihr möchtet euch gerade am Arschloch kratzen und ich habe keinen Bock, euch mit dem Finger da reinzufassen. Und ihr hofft, dass ihr furzen müsst, dass sich der Juckreiz dann irgendwie verdünnisiert. Es müsste eigentlich eine Erfindung geben, womit man solche Fürze zurückhalten kann und dann für solche Situationen aufheben kann. Einfach sagen, hier, ich muss mir jetzt ganz dringend mal so kratzen, weißt du? Und
Jetzt nehme ich einfach den Furz und... Ja. Nee, das ist halt das Problem. Ich bin ja normalerweise der Typ, der sich die Haare halt rasiert. Und das ist halt das Problem. Immer so ein, zwei Tage nach dem Rasieren gibt es immer Probleme. Olli! Lissandra, du arschgefickte Fixer, ey. Das war doch gecheatet, ey. Die Hure hat doch gecheatet. Da schreibe ich gleich in den Report rein. Die Hure hat gecheatet. Das ist die Hure von Babylon. Das sind die Klambusterbären. Klar, bei meinem letzten Analsex habe ich so hart in den Arsch gekriegt, dass die Klambusterbären gerattert haben, mein Freund. Konntest du eine ganze Rassel draus hören. Hört sich nach einer neuen Mariachi-Band an, auf jeden Fall. Lass die Klambusterbären rattern. Kannst du auch gern schnattern. Da werden die Fotz, die Ficklappen flattern. Oh Mann, ey, warum muss ich denn diese Hure, ey? Ich schwör's dir. Deren Mama hat doch ins Knie gefickt. Wir verlieren und es liegt nicht an mir. Ich stehe 11-6. Komm, wir müssen jetzt so einen scheiß Turm klatschen. Guck mal, ich hau sogar meine Ulti dafür raus. Da sind das Gegner Cheater, was denn sonst? Warum treffe ich meine... Genau. So. Das machst du super, Leona. So, das muss ich doch irgendwie hinkriegen, ey. Es kann doch nicht sein, dass ich so verkacke wie eine kleine Fickfotze, die ich auch bin, ey. Seit 8 Jahren ungefickt. Das musst du dir mal vorstellen. Nur weil ich zu faul bin, mir eine Schnalle zu suchen. Komm, scheiß auf die Alte, die will doch nur ablenken.
Tschüss, Talaya. Tüdelü. So. Den ziehe ich mir als nächstes. So, dann wollen wir mal. Hä? Die geben alle einfach rein Fick auf mich, ey. So. Weg mit den Viecher. Komm, du musst sterben. Oh, du elende Fickhure, ey. Wie konnte diese Schlampe dann jetzt nicht sterben? Gegnerischer Doppelkill und ich mache einen Doppelfick. Ist das ein Deal? Yeah! So, guck mal, 14-7. Biatches. Was ist denn los? Gegner stumpf ich weg wie Koks oder meine Vorhaut. Fuck. Das war dumm. Wir haben halt viel zu viele Tanks da drin, ey. Das kannst du vergessen. Guck mal, Leona, Garen, allein die sind schon echt übel, ey. Scheiß Cheater. Ist doch einfach unfair. Guck mal, der hat keine Magieresistenz, kriegt trotzdem keinen Damage. Okay, Leona verstehe ich. Kannst du nicht cheaten. Aber die cheatet einfach, was eine Hure ist. Eine Hure von Babylon und dieser feige Lappen ist ein Franzose. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich. Oh Mann, wahres Hurensohn, ey. Hätte ich auch so reinschreiben. Markus, Marco! Was geht, Kai? Dank dir für deinen geilen Sub. Oh ja. Brauche zwei Subs, werde ich heute Abend so richtig zwei vor die Keule wedeln. Das ist schön mit der Gummimuschi. Ja. Wir müssen mal wieder 7 Days spielen. Kannst du mal aufhören? Ah, du hast aufgehört, Monster Hunter World zu spielen. Ja, geil. So, wo sind denn diese kleinen Muschis auf drei Beinen? Ja, Zeit fürs Bettchen. Oh, komm schon. Werd nicht schwach, mein Freund. Ja.
Aber den Suppe hier wollte ich mir da lassen. Jawoll! Ehrenbruder! Ehrenbruder! Bruder von Luda, mein Freund. Tja, Leona, blöd gelaufen, ne? Oh, komm schon! Es macht halt. Du machst einfach keinen Schaden. Das ist doch krank, ey. Schreib einen Namen auf die Schenkel. Wenn du mir einen Zehner donatest, Justin, dann mache ich's. Dann schreibe ich mir auf meine Innenschenkel. Oh, Justine. Ist doch scheiße, dass hier so tanky sind. Das kann doch nicht sein. Die ist auf jeden Fall viel zu tanky. Dafür, dass sie so viel Damage macht, ist es falsch. Ey, kannst du vergessen, die Lissandra, ey, es ist doch einfach eine Nuttensau, ey. Geh beim Kacken sterben, XD. So, habe ich geschrieben. Muted coming. Also ich hatte 2024 permanenten Chatban hier. Der ging zwar immer nur 2 Wochen, aber in den 2 Wochen kam der wieder. Oh, komm schon, wirklich. Wollen wir noch ein Spiel machen? Machst du mit, Justin? Soll ich vorher noch mal Pipi machen? Ey, der Miaukai war cool. Ich lieg gerade so gemütlich. Ja, dann nimm deinen Schwanz aus der Hand, zieh dir in die Hose an, setz dich an den Rechner und zock mit. Nein, war ein Spaß. Ich will dich nicht vom Masturbieren abhalten. Wie viel FPS hast du denn? 15 FPS? 15 Fps per Second. Das ist ziemlich schnell. Ich will noch mal kurz Pipi machen.
Oh, trink nochmal Schoko. Na, was hat denn der Jasse? Ich lege, oh yeah. Ist das ein Hase? Oder ist es ein Aquana, was da gerade seinen Arsch in den Chat reinwedelt? Geil. Mir egal. Pokémon macht jetzt Werbung, wie Pikachu seinen fetten Schwanz in den Gardevoir rammt. Pokémon Generation 10. Fickende Tiere. Sieht zwar scheiße aus, aber... Schlappohr Tights! Oh yeah! Haha! Turtok mit seinen gefährlichen Kanonen, die er aus dem Panzer schießt. So richtig so ein kleines, schönes Froyal. Nee, Froyal ist toll. Ich mag mein Froyal, okay. Aber so ein Schlappmortite rein. Oh, oh. Hello, Bunny. Schön an die Ohren genommen und bam, bam, bam. Das ist Pokémon. So richtig pervers. Soll ich nochmal Chaco spielen? Oh, nee. Oh, komm, ich spiel nochmal Chaco. Einmal, weil es lustig war. So, Seelenernte, ich weiß nicht. Es ist mir so scheißegal. Kennt ihr Chip und Chap? Chip und Chap und die Gadget oder Trixie? Das war mein Airbrush und das fucking Maus. Macht mich das zum Fury? Ah, oh, ich weiß gar nicht, wie die Webseite heißt. Da gibt es dann auch Crush of Flash. Oh, Skip, ne? Wo du so verschiedene Comic-Charaktere hast. Du kannst dann auswählen, ob es männliche oder weibliche sind. Ne, Varus ist AD. Und Nautilus ist Tank. Wo du dann reinschreiben, wo du dann sagen kannst, oh, da wird dir erst ein Charakter angezeigt und du denkst so, ja, Smash im Sinne von Bam. Oder Skip. Lilia. Ih, Wixo. Silas ist AP, Ari ist AP, Lilia ist AP, Diana ist AP. Und ja, ist eigentlich ganz glücklich. Nur halt noch Astronautilus, der ist halt Tank. Das könnte okay sein. Alter, habe ich den Döner vom Sau rausgeschmeckt. Bäh. So ein Knoblauch-Alki-Atem, ey. Ekelhaft. Habt ihr Spaß? Ich kann theoretisch auch auf AD spielen.
Ey, du scheiß Werbung, ich möchte nicht, dass ihr... Oh. Ich könnte ja theoretisch auch Mario Kart alleine spielen und damit ein paar Dingsbums freischalten. Ja und? Ich bin Level 3 und weiter. League of Legends stinkt zum Himmel. Das riecht viel schlimmer als mein Pimmel. Bei mir bist du sicher. Hab ich ja etwa, bin ich steh schon wieder 1-0. Hallo, du kleiner Schacko. Ich brauche erstmal Damage, bevor ich irgendwas mache hier. Guck mal, die Liana sieht doch so aus, als würde ich aufs Maul kriegen wollen. Hallo Ari und tschüss. Entschuldige Nautilus, ich konnte nichts machen. Ne, 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 ne. Oh, Ari, was ist denn los? Was war 9 Schwänze, aber ich habe nur einen. Dafür kann ich mit meinen besser hämmern als du mit deinen 9. Macht mich das zu einem Perversling? Guck mal, ich stehe 3-0. Der Jan hat mir mal gesagt, der Schacko ist ein sehr schwerer Charakter. Weißt du, wenn ich